Hi Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Tomb Raider 4 The Last Revelation mit unserer tollen jungen Lara im Level Angkor Wat, eurem Wunsch-Let's Play. Ich glaube, ich habe in der Ansage nichts vergessen und da drüben steht Werner von Kreu, der nur schon darauf wartet, endlich hier rüberkommen zu können. Ich überlege mir gerade, lasse ich den Typ hier rüber? Ja, muss ich wohl, weil ohne den komme ich ja nicht weiter und ich will ja weiterkommen. Deswegen lassen wir den Werner halt mal hier rüber. Drück mal den Schalter, Lara. Und dann öffnet sich eine Brücke, genau. Und dann, hier kommst du nicht durch. Och. Jetzt wollte ich hier so richtig schön, du kommst hier nicht vorbei. Und dann rennt er einfach durch mich durch. Schlimm ist das. So, dann mach halt mal die Tür auf. Es dauert ewig, Werner. Aber so ist das halt bei dem Typ. Schlimm, schlimm, schlimm. Sie holen sich noch den Tod in diesen Klamotten, meine Liebe. Ein kleiner Sprint, diese Leiter hoch, wird sie wieder abtrocknen. Diese Fürsorge ist doch sonst nicht Ihre Art. Liebste Lara, Sie sind eine überaus wertvolle Karte in diesem Spiel. Sie alte Romantiker. Ja, manchmal jedenfalls. Ja, okay. Sag ich jetzt gar nichts dazu. Was für ein Schwachsinn du laberst, das ist nämlich normal. Marschieren Sie zur Leiter und drücken Sie nun die Aktionstaste, um dahin zu klettern. Halten Sie die Taste weiter gedrückt und verwenden Sie die Vorwärtstaste, um bis ganz nach oben zu klettern. Jo, ist ja gut. Du nervst. Also, drücken wir die Vorwärtstaste und klettern die Leiter hoch. So. Da wären wir. Und hier oben ist... Ja, wie ich gerade sagen wollte, bestimmt ein Hebel. Dort oben befindet sich ein weiterer Hebel. Jo. Legen Sie ihn um und kehren Sie danach so schnell es geht zurück. Die Aufgabe ist fast gelöst. Danke, dass du es mir nochmal erwähnt hast. Jetzt haben wir noch Leben verloren. Ja, sonst ist in diesem Raum, glaube ich, nichts mehr. Das ist dieser Raum, wo wir eben gerade, also in der letzten Folge, getaucht haben. Und den einen Schädel gefunden haben, oder was? Ja, ich komme doch, Werner. Jetzt lass mich doch den Leuten mal was erklären. Der Rest ist nur noch ein Katzensprung. Drücken Sie springen und halten Sie dann die Aktion. Danach drücken Sie auf vorwärts und schwingen sich hinüber. Die Aktionstaste bloß nicht loslassen, sonst nehmen Sie nochmal ein Bad. Ja, wir lassen nicht los, weil wir kein Bad mehr nehmen wollen. Und ich glaube, das hier ist auch die Stelle. Genau. Wo wir eben auch schon waren mit dem Wasser. Also nichts Neues. Und der Werner ist einfach mal so eben durch uns durchgehangelt, weil macht man ja so... Wenn jemand im Weg ist, einfach durch die Person durchhangeln. Dann ist entweder Lara ein Geist oder Werner ist ein Geist. Eins ist klar, beide gehen mir auf den Geist. Und jetzt gehen wir weiter. Wir sind nämlich schneller als der Werner. Vielleicht nicht im Hangeln, aber im Rennen. So. Und da wären wir auf einem großen Platz, wo ganz viele Wildschweine rumrennen. Und ich auf der Suche nach... goldenen Köpfen bin. Schlag mich nicht. Wenn der Werner mich hier mit seinem Messer ersticht, bin ich dem böse. Okay, ich bin dem jetzt schon böse, weil der mich nervt. Und weil er sich nicht um diese Viecher kümmert. Ich höre die immer noch rumlatschen. Da war ein goldener Schädel. Das brauche ich, glaube ich, nicht kommentieren. War offensichtlich. Und Werner, jetzt komm doch mal bei. Schlimm. Jetzt werde ich als hier von diesem komischen... Was weiß ich für ein Viech da? Wildschwein verfolgt. Wo ich gar keinen Bock drauf habe. Hier ist nichts. Hier ist eine tolle Person in die Wand eingemeißelt, eingearbeitet. Wunderbar. Wen soll das darstellen? Keine Ahnung. Irgend so ein Ritter. Der Ritter Phipps in voller Rüstung fiel von seiner Schlossesbrüstung oder keine Ahnung, wie das Gedicht ging. Von Heinz Erhardt. Speichern. Gut. So, und jetzt ist ja auch nichts, außer so ein paar komische chinesische Figuren, mongolische Figuren. Ach, keine Ahnung. Speichern. Das ist das Wichtigste. Und das sieht gefährlich aus. Spieße, die uns der Werner von Kreu nicht mal auslöst, weil er nicht da ist. Werner, komm her, ich brauch dich. Werner. Oh, den kann man zu nichts gebrauchen, den Werner. Schlimm. Wirklich schlimm. Ja, laufen wir mal rum.
Vielleicht ist er dann... Ah, ein Schatz. Supi, und da ist gerade Werner von Kreu vorbeigeflitzt. Gehen wir gleich hinterher. Davon steht nichts in meinem Heft. Ich fürchte, es lässt sich nur von innen öffnen. Wir müssen unter dem Gitter hindurch und auf mögliche Fallen achten. Mit wir? Meinen Sie mich, nehme ich an. In der Tat. Mein massiger Körper könnte mögliche Fallen auslösen. Sie hingegen können unbemerkt passieren. Wie passend. Okay, sein massiger Körper. Das gucke ich mir jetzt mal an. Stellen Sie sich vor, das Gitter. Drücken und halten Sie nun die Hockentaste. Gehen Sie auf vorwärts und kriechen Sie durch den Spalt. Seien Sie auf der Hut. Okay, also ich mache jetzt genau das, was er gesagt hat. Stellen Sie sich vor das Gitter. Und drücken Sie die Kriechentaste. Nö, ich kann nicht durchs Gitter durchkriechen. Werner, das ist kein Gitter, das ist eine Öffnung. Das ist ein kleiner Unterschied. Schlimm. Wie viele Schätze haben wir jetzt eigentlich? Sechs der goldenen Totenschädels. Boah, das war sogar grammatikalisch noch richtig. Sechs der goldenen Totenschädels. Nee, doch nicht. Egal, vergesst es einfach. Da ist der siebte Totenschädel. Und das ist auch eine Neuheit bei Tomb Raider 4, dass die Gegenstände unten rechts angezeigt werden und sich drehen. Bei Tomb Raider 1 und 2 war es so, dass die einfach unten angezeigt werden. Bei Tomb Raider 3, fragt mich nicht warum, wurde es rausgenommen. Da wurde gar nichts mehr unten angezeigt. Und hier haben sie es endlich wieder eingeführt. Also mir hat das bei Tomb Raider 3 wirklich gefehlt. Und jetzt kommt wieder Gelaber. Oder eine Vorschau. Ganz wichtiger Moment. Hier hat Lara Croft ihre allseits bekannte Tasche gefunden, die uns den weiteren Tomb Raider-Teilen begleitet. Ist das nicht schön? Toll, ne? Gut, Fortschritt speichern, was zu tun ist, ist, glaube ich, klar. Hier ist ein Hebel. Aber ich will mir erstmal die Leiche angucken, das Skelett. Schön. Also da war wohl mal jemand wirklich wieder mal zu gierig und ja. Hier liegt das gute Stück, glaube ich, was er haben wollte. Aber Lara will es nicht haben. Die braucht so ein Zeug nicht. Die sucht nur wertvolle Sachen. Und jetzt drücken wir einmal den Schalter. Und öffnen dieses rollende Ding hier und haben uns an der Luft abgestoßen. Habt ihr es gesehen? Ist ja logisch. Und kriechen durch das Gitter. Ich wiederhole es nochmal. Stellen Sie sich vor das Gitter und kriechen Sie hindurch. Meine Mutter hat mich erschreckt. So. Ah, ein Rucksack. Hoffentlich bringt er Ihnen nicht genauso viel Glück wie seinem früheren Besitzer. Ich schmiede mein eigenes Glück, Werner. Was nun? Das ist auch nicht der Ernst von Werner von Kreu. Guck mal, jetzt seid mal ganz ehrlich. Ist da ein Spiegel in der Wand? Der steht vor der Wand. Lara kommt hier raus. Ah, ein Rucksack. Werner? Alles klar? Du machst mir ein bisschen Angst, weißt du das? Jetzt beginnt es. Die Augen der Verstorbenen sind auf uns gerichtet und ihre Rache ist fürchterlich. Wir müssen schnell sein, um schneller laufen zu können. Drücken und halten Sie die Sprinttaste. Jo, ist ja gut. Und ich fände es natürlich auch nett, wenn er vielleicht für die Leute, die das Spiel nicht kennen, erklären würde, was ist die Sprintentaste. Aber gut, wird total überbewertet. Aber ich glaube, das steht auch irgendwo in den Steuerungsoptionen drin. Nee, ich glaube nicht mal. Ach, keine Ahnung. Ich weiß, wo die Sprintentaste ist.
Ich hoffe auch, dass wir jetzt keinen Totenschädel irgendwo vergessen haben. Tauchen Sie durch die Öffnung! Tauchen Sie durch die Öffnung! Drücken Sie springen, um eine Tauchrolle auszuführen. Was für ein Stress? Naja. Ja. Man kann auch da Stress machen, wo keiner ist. Jetzt haben wir ein bisschen Leben verloren. Oh mein Gott, das Leben wird mir nicht mehr angezeigt. Naja. Gut, Griechentaste. Und unten drunter durch. So, wo ist der letzte goldene Schädel? Hui. Hallo, Werner. Achso, ich muss die Zeit noch weiterlaufen lassen. Hab ich vergessen, wegen meiner Mutter, die reinkam. Naja. Da ist er, der letzte goldene Schädel. Wir haben alle gefunden. Und ich glaube, jetzt geht es zu dem Pfad der Ketzer, weil wir alle 8 Schädel gefunden haben. Und es gibt halt diese zwei Wege. Den leichten Pfad, also das leichte Wettrennen, und das schwere. Und es ist total egal, ob man dieses Wettrennen gewinnt oder nicht, glaube ich. Deswegen ist das total egal. Sie haben also den Garten der 5 Türme gefunden. Gut gemacht, mein Kind. Zur Rechten sehen Sie den Weg der Ketzer. Zu Ihrer Linken erkennen Sie den Pfad der Tugend. Ich fühle mich so ketzerisch heute. Gut, und wir fühlen uns ketzerisch, weil wir alle 8 Totenschädel gefunden haben. Also gehen wir den Pfad der Ketzer. Und ich glaube, das ist der schwierige. Und der geht nach da. Und jetzt geht das Wettrennen los. Ich bin gespannt, wer gewinnt. Ich hoffe natürlich, dass ich gewinne, also Lara. Aber ehrlich gesagt, ich kenne das hier nicht richtig. Also ich habe das im Let's Play schon mal gesehen, ich habe das vor einem Jahr schon mal gespielt. Jetzt wird es interessant, nicht wahr? Wie Sie sehen, ist das nichts für schwache Herzen. Wie fühlen Sie sich, Kleines? Ach, ich könnte mich glatt daran gewöhnen. Okay. Und durch diese Cutscene werde ich halt ständig abgebrochen. Und dann hängt sich das Spiel auf und die CD lädt und das wird nicht mit aufgenommen. Da sind mal Lücken drin, da darf ich nicht reden. Die Tür vor uns können wir nur gemeinsam öffnen. Sie gehen zum Alkoven oberhalb der Tür. Ich aktiviere den Schalter hier unten. Okay, wir gehen zum Alkoven überhalb der Tür. Ist natürlich logisch. Zu dem Alkoven. Das ist wie Indiana Jones, zu wenig Platz zum Rangieren. Drücken Sie zunächst auf Vorwärts, dann drücken und halten Sie die Aktionstaste. Sobald Sie am Vorsprung hängen, halten Sie die Taste für das Kriechen gedrückt und schlüpfen durch den Spalt. Jo, Werner ist gut. Und das machen wir jetzt. Wir klettern durch den Spalt und schlüpfen hindurch. Und ja. Und dann freue ich mich auf das Wettrennen und hoffe wirklich, dass wir gewinnen. Weil dem Werner gönne ich das einfach nicht. So, und von hier aus können wir, glaube ich, an das Seil springen. Ne, von hier drüben. Das war gerade knapp bemessen. Und, ach. Schwingen Sie sich hinüber zum Alkoven. Springen Sie von der Kante, halten Sie die Aktionstaste gedrückt, um nach der Weinranke zu greifen. Nehmen Sie die Finger von der Aktionstaste, um sie loszulassen. Ja, was für eine Weinranke, das ist ein Seil. Hat er jetzt echt Weinranke gesagt? Oh, das war schlecht. War das schlecht. Laden. Schwingen Sie sich hinüber zum Alkoven. Springen Sie von der Kante, halten Sie die Aktionstaste gedrückt, um nach der Weinranke zu greifen. Nehmen Sie die Finger von der Aktionstaste, um sie loszulassen. Danke. Das speichere ich ab, damit ich mir das nicht nochmal anhören muss. Nein, nicht laden. Speichern. Und hier rüber. Und nach unten. Und sprinten. Taste, um zu schwingen. Und rüberspringen. Gut, das hätten wir geschafft. Und dann sind wir auf dem Alkoven angekommen und drücken den Schalter. Schön. Gut, und ich glaube, jetzt beginnt das Wettrennen. Oder? Ja. Ach, ich glaube, das ist sogar ein nächstes Level und die Uhr zeigt mir eh, dass jetzt die Zeit rum ist. Das heißt, im nächsten Level machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Ich glaube, das heißt immer noch Ankor. Warte, ich bin mir aber nicht sicher. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, bis dann. Ciao. So.